Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich hier im Karl-Liebknecht-Haus. Auch recht zahlreich. Manche vielleicht nach einer kurzen oder wie auch immer es auch nimmt, langen Nacht der Süddeutschen Zeitung. Zu früher Stunde schon zu unserer Pressekonferenz mit Alexis Tsipras, dem Chef des griechischen Oppositionsbündnisses Syriza, und Bernd Rixiger, dem Vorsitzenden der Linken. Ebenfalls vorständig noch Frau Maria Stavraka, die dafür sorgt, dass Herr Tsipras Sie und Sie Herrn Tsipras auch verstehen, also Sie übersetzt. Es wird Herr Rixinger beginnen mit ein paar Worten, danach Herr Tsipras und danach haben Sie natürlich Gelegenheit für Fragen. Bitte schön. Ja, guten Morgen. Wir sind stolz darauf und auch froh, dass Alexis Tsipras bei uns in Deutschland ist. Er war ja auch schon auf unserer Jahresauftaktveranstaltung dabei. Und wir sind auch deshalb stolz, weil Millionen von Griechen ihre Hoffnung auf eine andere Politik mit Alexis Tsipras verbinden. Er hat heute die Gelegenheit, die schönfärberischen Beruhigungspillen zu widerlegen, die die Bundesregierung verteilt. Während Angela Merkel die offensichtlich nicht vorhandenen Fortschritte in Griechenland lobt, spielt sich tatsächlich in Griechenland ein soziales und humanitäres Drama ab. Im Namen der Austerität sind Not und Elend nach Europa zurückgekehrt, zum Teil auch sogar Hunger. Ich selbst war ja, wie Sie wissen, in einem griechischen Kinderkrankenhaus und ich bin schon sehr erschreckt, wenn Ärzte und Psychologen mir erzählen, dass die Zahl der Selbstmorde und der Depressionen bei Kindern und Jugendlichen dramatisch angestiegen sind, sich verdoppelt haben. Ich weiß nicht, was man dazu sagen soll, wenn Mütter ihre Kinder in SOS-Dörfern abgeben, weil sie Angst haben, sie nicht mehr versorgen zu können, oder krebskranke Patienten demonstrieren müssen, weil ihnen lebensnotwendige Medikamente verweigert werden und sie sicher sterben müssen. Das sind eigentlich Bilder, die wir vorher von der dritten Welt gewöhnt waren, aber nicht inmitten von Europa. Und wenn hier von erfolgreicher Krisenlösungspolitik gesprochen wird, dann müssen wir sagen, die Menschen in Europa können auf diese Art von Krisenlösung gerne verzichten. Die Menschen leiden, weil die öffentliche Infrastruktur zerstört wird durch die Auflagen der Troika, durch die Verarmungs- und Kürzungsprogramme. Und es erweist sich, dass die Wirtschaft nicht wächst, sondern stark schrumpft und die Verhältnisse schlechter werden. Und es stellt sich natürlich die Frage, wohin das ganze Geld gekommen ist. Überwiegend ist es auf den Konten der Banken gelandet. Den Menschen in Griechenland wurde nicht geholfen. Beschäftigte, Rentner und auch Erwerbslose rutschen immer mehr ins Abseits. Und wenn über 50% der Jugendlichen arbeitslos sind, dann kann uns das nur erschüttern. Europa braucht einen neuen Entwicklungspfad. Merkels Weg führt Europa zurück in eine Periode, die wir längst vergessen hatten. Wir wollen kein Europa, in dem die sozialen Gegensätze immer größer werden und in dem sogar Not und Elend immer mehr zur Realität werden. Darüber, wie diese Alternativen in Griechenland selbst aussehen, wird Alexis Tsipras einiges sagen. Ich möchte kurz darlegen, welche Schritte wir in Deutschland machen müssen, um der griechischen Bevölkerung zu helfen und auch einen neuen Entwicklungspfad in Europa einzuleiten. Die wichtigste Frage ist, wie tatsächliche Hilfe aussehen kann. Hilfe, die auch tatsächlich bei den Menschen ankommt und nicht nur bei den Banken. Wir setzen auf das Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe. Wir brauchen für die Krisenregionen wieder eine Perspektive für eine langsame wirtschaftliche Erholung. Und der griechische Staat braucht Einnahmen, die nicht sofort vom Schuldendienst für die Banken aufgefressen werden. Ich wiederhole nur die Forderung, die die Linke schon lange hat, dass es völliger Unsinn ist, dass die Europäische Zentralbank den Banken billiges Geld gibt für 0,75% Refinanzierungskosten und diese das dann an die Schuldenstaaten
für 5, 6 oder 7% weiterverleihen und die Länder dann aus der Zinsfalle und aus dem Zinswürgegriff niemals herauskommen können. Wir stellen auch immer wieder fest, dass Millionäre und Reiche niemals zum Bezahlen der Krisenlasten aufgefordert werden. Und die beste Soforthilfe wäre, wenn wir in Deutschland und Europa entschlossen den Kampf gegen Steuerhinterziehung und Kapitalflucht aufnehmen. In Europa muss das Prinzip gelten, es gibt kein Asylrecht für das große Geld. Und dafür gibt es auch eine konkrete Handlungsperspektive. Wir haben mit großem Interesse wahrgenommen, dass die SPD ein Konzept gegen Steuerkriminelle beschlossen hat, das in weiten Teilen im Übrigen von den Linken abgeschrieben wurde. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, darüber sind wir nicht sauer, im Gegenteil. Wir sind froh, wenn unsere Konzepte von anderen Parteien aufgegriffen werden, weil wir wollen ja tatsächlich die Politik verändern. Wir schlagen folgende Schritte vor. Erstens, der Kampf gegen Steuerflucht und Wirtschaftskriminalität muss wie in anderen Ländern bei einer Bundesfinanzpolizei zentralisiert werden. Es wird häufig gesagt, in Deutschland wird mehr Geld als in Zypern gewaschen. Aber wir sollten auch den nächsten Schritt ins Auge fassen und auf europäischer Ebene eine Art Soko-Finanzmafia gründen. Also eine europäische Finanzpolizei, die den Kampf gegen grenzüberschreitende Steuerkriminalität koordiniert. Wir werden nachher von Alexis hören, dass die sogenannte Lagarde-Liste, wo Lagarde dem griechischen Finanzminister vorgelegt hat und viele Millionäre drauf sind, die Steuerflucht begangen haben und dort in der Schublade verschwunden ist. Solch eine Liste, solche Leute müssen eigentlich auf eine europäische Fahndungsliste. Zweitens, wir wollen für Banken eine gelb-rote Karte einführen. Wenn eine Bank in Europa zweimal wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung belangt wird, dann muss beim dritten Mal gelb-rote Karte raus aus dem Spiel. Das Kreditwesengesetz lässt das heute schon zu. Drittens, wir wollen zunächst in Deutschland und dann in Europa eine Einigung darüber, dass verdächtige Vermögen auf ihre Herkunft überprüft werden. Beispiel Griechenland, alle griechischen Auslandsvermögen in Millionenhöhe, da geht es nicht um die kleinen Leute, sollten vorsorglich eingefroren werden und mit der griechischen Steuersünderliste abgeglichen werden. Das Außenwirtschaftsgesetz lässt dies heute schon zu. Es ist fast unerträglich, dass griechische Millionäre auch von anderen Schuldnerländern hier in Deutschland mit dem Geldkoffer rumlaufen und große Häuserblocks aufkaufen und dafür sorgen, dass hier mit Wohnungen spekuliert wird, dass Vermögen in der Größenordnung der griechischen Schulden in der Schweiz oder in Deutschland angelegt wird, zu Spekulationszwecken, anstatt herangezogen werden, um die griechischen Schulden zu tilgen. Die Alternative, dass immer Rentner, Beschäftigte, Erwerbslose bezahlen müssen, erscheint uns als die deutlich schlimmere. Viertens, wir wollen eine Strafsteuer für die wirklich dicken Fische. Wer Geld vor dem Fiskus versteckt und damit mehr als 1 Million Euro Steuern hinterzieht, sollte nach unserer Auffassung damit rechnen müssen, dass eine 100%ige Strafsteuer erhoben wird. Es ist nicht einzusehen, dass jedem Arbeitnehmer die Steuer vorher abgezogen wird und er gar keine andere Möglichkeit hat, als eine Steuer zu zahlen, während für Reiche und Vermögende zahlreiche Möglichkeiten da sind, das Geld am Fiskus vorbei auf den internationalen Kapitalmärkten und in den Steueroasen zu horten. Fünftens, wir sind für das amerikanische Prinzip. Das soll heißen, wenn ein deutscher Staatsbürger bzw. eine Staatsbürgerin ihren oder seinen Wohnort in eine Steueroase verlagert, dann muss er oder muss sie zumindest die Differenz der Steuer begleichen, die er hier zahlen müsste,
zu der Steuer im Vergleich, die er in seiner Heimat zahlen muss. Das sind im Übrigen die amerikanischen Steuerbehörden sehr streng und Steuerhinterziehung oder das Ausnutzen von Steuervorteilen wird dort wirklich ernsthaft verfolgt. Davon sind wir in Deutschland meilenweit entfernt und sollten uns auch ein Stück weit dafür schämen, dass im Mutterland des Kapitalismus so etwas möglich ist, während bei uns tatsächlich immer noch Milliardengelder an der Steuer vorbei geschummelt werden können. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους δημοσιογράφους για την παρουσία τους σήμερα εδώ, όλα τα μέσα, και να ευχαριστήσω θερμά το Γερμανικό Κόμμα Die Linke για την πρόσκληση που μας έκανε και μας έδωσε την ευκαιρία να βρεθούμε για 4 μέρες στο Βερολίνο και να έχουμε επαφές με την πολιτική ηγεσία της Γερμανίας, καθώς και πολύ σημαντικές, να πάρουμε μέρος και σε πολύ σημαντικές εκδηλώσεις εν όψη της κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης της επόμενης Κυριακής, αλλά όμως εν όψη και της προεκλογικής περίοδου που σιγά σιγά μπαίνει η Γερμανία εν όψη των εκλογών των Ομοσπονδιακών τον επόμενο Σεπτέμβρη. Nun, ich möchte mich bei allen hier in der Linken sehr herzlich bedanken für die Einladung, die wir bekommen haben und die Möglichkeit, die wir dadurch erlangt haben, nach Deutschland zu kommen, nach Berlin. 4 Tage sind wir jetzt hier. Wir hatten die Gelegenheit gehabt, ganz wichtige Treffen zu haben mit der politischen, deutschen politischen Führung und auch an sehr wichtigen Veranstaltungen teilzunehmen von der Partei Die Linke. Das alles im Hintergrund, vor dem Hintergrund der doch sehr kritischen Wahlen, vor denen erstens Nordrhein-Westfalen steht, aber auf jeden Fall die gesamte Bundesrepublik eben in diese Wahlperiode eintritt. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι Γερμανοί πολίτες να μάθουν όλη την αλήθεια για την ελληνική κρίση και να συνειδητοποιήσουν ότι 3 χρόνια τώρα η Ελλάδα αντιμετωπίζεται ως ένα πειραματόζω νεοφιλελεύθερων πολιτικών που έχουν αποτύχει. Και ότι φορολογούνται οι Γερμανοί πολίτες για να δίδονται χρήματα που να καλύπτουν τις τρύπες των ελληνικών τραπεζών, την ίδια στιγμή που οι Έλληνες κρίση, οι κάτοχοι του πλούτου στην Ελλάδα, συστηματικά φοροδιαφεύγουν και βγάζουν τα χρήματά τους σε τράπεζες του εξωτερικού και της Γερμανίας ή, τώρα τελευταία μαθαίνουμε, ότι τα εναποθέτουν και στην πολύ ενδιαφέρουσα αυτή και προσοδοφόρα επενδυτική διαδικασία της αγοράς ακινήτων στη Γερμανία και στο Βερολίνο. Nun, für uns ist es sehr wichtig, dass die deutsche Öffentlichkeit und hier die Wählerinnen und Wähler in Deutschland über die griechische Krise die gesamte Wahrheit erfahren. Das heißt, wir möchten, dass das deutsche Volk sich bewusst wird, dass in den letzten 3 Jahren Griechenland als ein Versuchskaninchen gehandhabt wurde. Versuchskaninchen für verschiedene neoliberale Politiken, die gescheitert sind. Sie wurden angewandt auf Griechenland, während gleichzeitig große Steuerhinterzieher nicht versteuert wurden und Löcher gefüllt wurden durch Gelder, die von deutschen Steuerzahlern kamen, Löcher gefüllt wurden, die Banken geschaffen haben. Die griechischen Milliardäre haben auf der anderen Seite wunderbar ihr Geld ins Ausland bringen können, die natürlich immer Steuern hinterzogen haben, Banken ins Ausland oder auch nach Deutschland oder, wie wir jüngst erfahren, sich mit der wunderbaren, profitablen Spekulation befassen, Immobilien zu kaufen, sowohl in Deutschland allgemein oder auch konkret hier in Berlin. Ο γερμανικός λαός να μάθει την αλήθεια και να μάθει κυρίως 2 πράγματα. Πρώτον, ότι η αιτία της κρίσης δεν ήταν οι τεμπέληδες Έλληνες. Αλλά αιτία της κρίσης
ήταν το καθεστώς της κλεπτοκρατίας που είχε εγκαθιδρυθεί στην Ελλάδα με την ευλογία και την ανοχή του πολιτικού συστήματος και των κομμάτων που κυβέρνησαν, αλλά και με την ανοχή της ευρωπαϊκής και της γερμανικής ηγεσίας. Διότι οι γερμανικές αρχές έχουν στοιχεία και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ποια πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα έχουν δωροδοκηθεί, ποια πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα είναι διαπλεκόμενα με την οικονομική εξουσία της οποίας δίνουν το δικαίωμα να έχει μία διαρκή φορολογική ασυλία. Nun, wir möchten, dass die deutsche Bevölkerung eines versteht, und zwar die gesamte Wahrheit darüber versteht, dass die Ursache dieser Krise nicht die faulen Griechen waren, wie immer wieder behauptet wird, sondern dass die Ursache der Krise im System selbst besteht. Das heißt, in diesem Klientelismus, der aufgebaut wurde, in diesem in dieser Toleranz und auch dem Weggucken, das von europäischer Seite kam, aber auch von deutscher Seite kam. Die europäische und die deutsche Führung und die deutschen Behörden hatten sehr wohl Daten und wissen ganz sehr wohl Namen und von politischen Personen, von Politikern in Griechenland, die selbstverständlich zu einer entsprechenden Verfilzung hinzugehörten, zu einem entsprechenden Korruptionskreisen dazugehört haben, die wunderbar weg, und man hat wunderbar weggeguckt und hat sogar ihnen Steuerasyl gewährt. Και γι' αυτό ζητάμε από τους Γερμανούς πολίτες να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνησή τους, προκειμένου να φανερώσει τα μυστικά που κρατά κρυμμένα και αφορούν την απολογία του κυρίου Χριστοχωράκου στο γερμανικό δικαστήριο για την υπόθεση Siemens ή αφορούν τα μυστικά που κρατούν οι γερμανικές τράπεζες για μεγαλοκαταθέτες Έλληνες, καταθέσεις των οποίων υπάρχει πολύ μεγάλη υποψία ότι δεν έχουν φορολογηθεί νόμιμα στην Ελλάδα. Und was wir möchten ist, dass die deutsche Bevölkerung auch die gesamte Wahrheit erfährt über und auch, dass die deutschen Politiker entsprechend und Abgeordnete entsprechend Druck ausüben auf die deutsche Regierung, dass die Wahrheit ans Licht gelangt. Das heißt, sie müssen Druck ausüben, damit Geheimnisse gelüftet werden, damit endlich auch klar wird, was die deutsche Führung sehr wohl kennt, und zwar seit langer Zeit. Was zum Beispiel die Aussage ausmacht, oder wie die Aussage aussieht vor Gericht eines Herrn Christoforakos, den Geschäftsführer von Siemens in Athen damals, oder welche geheimen Konten die griechischen Millionäre haben und halten in verschiedenen Stellen und die deutschen Behörden und Fahndungsbehörden auch sehr wohl kennen. Και η δεύτερη αλήθεια που θέλουμε να μάθουν οι Γερμανοί πολίτες είναι ότι το πρόγραμμα που εφαρμόζεται 3 χρόνια τώρα στην Ελλάδα δεν είναι μονάχα απάνθρωπο, αλλά και αναποτελεσματικό, αδιέξοδο. Δεν βγαίνει. Έχει ήδη αναθεωρηθεί 2 φορές, ακριβώς διότι απέτυχε, και είναι απολύτως σίγουρο ότι θα αποτύχει και η 3η αναθεώρηση που έγινε πρόσφατα. Und das Zweite, was wir gerne möchten, dass die deutsche Bevölkerung erfährt, also die zweite Wahrheit, ist, dass das Programm, was seit 3 Jahren umgesetzt wird in Griechenland, nun mal nicht läuft. Das heißt, nicht nur ist es ein unmenschliches Programm, ein ineffizientes Programm, sondern es ist auch eine Sackgasse, führt zu einer Sackgasse. Dieses Programm wurde 2-mal revidiert und auch das scheiterte. Und ich kann euch sicher sagen, man kann sicher gehen, dass es ein 3. Mal revidiert wird und auch das wird scheitern. Το χρέος της Ελλάδας δεν είναι βιώσιμο. Και αυτό οφείλουμε να το παραδεχθούμε όλοι. Και να βρούμε τρόπο ώστε τα χρήματα που δίνουν οι Γερμανοί φορολογούμενοι να μην πηγαίνουν σε ένα βαρέλι δίχως πάτο. Σε αυτή την κατεύθυνση εμείς προτείνουμε 2 βασικά πράγματα. Το πρώτο είναι μια διάσκεψη πανευρωπαϊκή για το χρέος, ώστε να πάμε σε μια λύση εποφελή
και για αυτούς που δανείζουν και για εμάς που δανειζόμαστε, ώστε να μπορέσουμε με διαγραφή ενός μεγάλου μέρους, μορατόριου στην αποπληρωμή, ρήτρα ανάπτυξης, να έχουμε τη δυνατότητα να αποπληρώσουμε ένα μεγάλο μέρος του χρέους. Nun, und was ich möchte, dass die deutsche Bevölkerung wirklich versteht, ist, dass diese Schulden einfach nicht tragfähig sind. Die griechischen Schulden sind nicht tragfähig. Das heißt, die deutschen Steuerzahler sollen auch erfahren, dass sie Gelder fließen lassen in ein Fass ohne Boden und dass eine ganz andere Lösung vonnöten ist, nämlich, dass eine gesamteuropäische Konferenz stattfinden soll. Dass eine Konferenz stattfinden soll, wo eine Lösung auf gesamteuropäischer Ebene gesucht wird, nämlich, dass die Gelder, das Geld, was auch die Kredite, die gegeben werden, gewährt werden den Deutschen, auch möglich, dass die Möglichkeit besteht, dass sie zurückgezahlt werden. Dass man hier ein Moratorium der Rückzahlungen einbaut in diese gesamte, in diese Vorstellung. Dass man auch ein Wachstumssanktion hat, beziehungsweise Eritrea. Eine Klausel, danke, eine Wachstumsklausel mit einbaut, sodass man einen Teil abbauen kann dieser Steuern, wenn der Moment in der Tat möglich ist. Και το δεύτερο που προτείνουμε είναι να σταματήσει επιτέλους αυτή η εφαρμογή του παραλογισμού, που είναι τα μνημόνια της λιτότητας. Τα μνημόνια της λιτότητας έχουν αποτύχει. Τα έχει απορρίψει η ίδια η ζωή. Δεν μπορεί να συνεχίζουμε ένα σχέδιο το οποίο έχει αποτύχει. Στη ζωή δεν υπάρχουν μονόδρομοι. Και όταν συναντά κανείς αδιέξοδα ακολουθώντας μονόδρομους, δεν έχει άλλη επιλογή από το να γυρίσει πίσω και να επιλέξει διαφορετικούς δρόμους. Και αυτούς τους δρόμους θέλουμε να αναζητήσουμε και να καταθέσουμε από κοινού με τις προοδευτικές δυνάμεις σε όλη την Ευρώπη. Und noch etwas. Wir möchten, dass diese Absurdität, die in unserem Land passiert, ein Riegel vorgeschoben wird. Das heißt, dass ein Ende gefunden wird von diesen ganzen Sparmaßnahmen, Austeritätspolitiken und Memoranden, die umgesetzt werden bei uns. Es hat sich herausgestellt, dass diese Vorgehensweise erfolglos war. Das heißt, sie ist gescheitert. Sie kann einfach nicht umgesetzt werden. Es zahlt sich nicht aus. Die Rechnung geht nicht auf, wenn ihr so wollt. Das ist etwas, was man aus dem Leben kennt. Wenn man in eine Sackgasse läuft, dann gibt es keinen anderen Ausweg. Man muss zurückgehen und dann einen neuen Weg finden. Genau dasselbe gilt auch für diese Maßnahmen. Wir sind in eine Sackgasse geführt worden, also gibt es nur einen Weg zurück und eine gemeinsame Suche nach einem neuen Ausweg. Das möchten wir machen zusammen mit den fortschrittlichen Kräften Europas und das kann umgesetzt werden. Θα ήθελα βέβαια να τονίσω ότι η εγκατάλειψη του παραλογισμού, δηλαδή η ακύρωση των μνημονίων της λιτότητας, ασφαλώς και δεν σημαίνει αναστολή της προσπάθειας για δημοσιονομική σταθεροποίηση. Ωστόσο, αυτή η προσπάθεια δεν θα πρέπει να υποθηκεύει τη δυνατότητα της οικονομίας να ανακάμψει. Αυτή η προσπάθεια δεν θα πρέπει να είναι τόσο βαθιά άδικη και αναποτελεσματική. Γι' αυτό, λοιπόν, πρέπει να αναζητήσουμε εναλλακτικούς τρόπους για τη δημοσιονομική σταθεροποίηση με αναδιανομή του πλούτου, με κοινωνική δικαιοσύνη, με φορολογία στους πλούσιους που έχουν τη δυνατότητα να δώσουν φόρους και δεν δίνουν και με δυνατότητα στα μεσαία και στα χαμηλά οικονομικά στρώματα να ανασάνουν, διότι δεν μπορεί να μιλάμε για σωτηρία της Ελλάδας με το λαό της να ζει σε πλαίσια βαθιάς αναξιοπρέπειας, φτώχειας και εξαθλίωσης. Nun,
Nun, ich möchte ganz klar machen, dass wenn wir davon sprechen, dieser Absurdität einen Riegel vorzuschieben, dass wir diese Politik aufgeben wollen, es alles andere heißt, als dass wir die Anstrengungen zu einer fiskalischen Stabilität aufgeben würden. Das Gegenteil ist der Fall. Wir möchten, dass es zu einer fiskalischen Stabilität, Haushaltsstabilität kommt. Wir möchten, dass Dinge umgesetzt werden, allerdings nicht, indem wir unsere gesamte wirtschaftliche Aufschwung verspielen auf diese Weise. Wir möchten nicht, dass wir ein ungerechtes System einbauen, sondern was wir möchten ist, und was auch zu keinem Ergebnis gelangt, sondern wir möchten Stabilität erreichen, indem wir eine gerechte Umverteilung des Vermögens auch erreichen, indem wir eine gerechte und faire ein faires Steuersystem einführen und indem wir auch das Vermögen versteuern. Das heißt, den Vermögenden Bürden auferlegen und sie belasten und auf der anderen Seite eben die weniger gut dastehenden wirtschaftlich zu entlasten. Wir können nicht von einer Rettung des Landes sprechen, wenn gleichzeitig das Volk, die Bevölkerung dieses Landes in Unwürde lebt, verelendet oder in vollkommener Armut dasteht. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι η αποτυχημένη στρατηγική της λιτότητας δεν απειλεί μονάχα την Ελλάδα. Την Ελλάδα την έχει οδηγήσει σε μια πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση και καταστροφή, αλλά πλέον απειλεί ολόκληρη την Ευρώπη. Και βεβαίως απειλεί και την παγκόσμια οικονομία. Συνεπώς, έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία. Είναι μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση αυτή που θα συμβεί εδώ στη Γερμανία το 2013. Και πιστεύουμε ότι θα πρέπει σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση να ενισχυθούν οι δυνάμεις που ασκούν κριτική στη στρατηγική της γερμανικής κυβέρνησης σήμερα και ιδιαίτερα το γερμανικό κόμμα Die Linke. Αυτό για μας αποτελεί όρο και προϋπόθεση ώστε να μην περάσουν και άλλοι ευρωπαϊκοί λαοί αυτά τα δεινά που έχει περάσει ο ελληνικός λαός. Ας είναι ο τελευταίος λαός, η τελευταία χώρα που περνά ένα τόσο απάνθρωπο δράμα, ένα τέτοιο δράμα, ας είναι ο ελληνικός λαός, ας μην υπάρξουν άλλοι λαοί. Και αυτό θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από το αν θα επιβραβευθεί ή θα αποδοκιμαστεί αυτή η επικίνδυνη για την Ευρώπη, για την ευρωπαϊκή ιδέα, πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση γερμανική και η κυρία Μέρκελ. Abschließend muss ich sagen, dass natürlich diese Krise nicht nur Griechenland betrifft, mit anderen Worten, das ist eine erfolglose Umsetzung dieses Programms. Griechenland ist bedroht, das wissen wir. Griechenland durchlebt eine zerstörerische Phase, es ist eine tiefe Krise, eine humanitäre Krise. Allerdings ist das gesamte Konzept eine Bedrohung für ganz Europa, sogar für die Weltwirtschaft. Und aus diesem Grund ist es von großem Interesse für uns, zu beobachten, wie die politischen Entwicklungen in eurem Land sich entwickeln oder ausgehen. Das heißt, es ist wichtig zu sehen, wie diese Wahlen ausgehen werden. Die Wahlen sind von neuralgischer Wichtigkeit für alle Länder, denn wir sind der Auffassung, dass diese fortschrittlichen Kräfte, und dazu gehört die Linke, eine Strategie aufbauen können, die eben einen Riegel vorschieben können zu dem, was hier passiert. Und das ist Voraussetzung, Bedingung und Voraussetzung für uns, damit eben nicht auch andere Länder vor derselben Katastrophe stehen und dasselbe Drama durchleben, was eben das griechische Volk durchlebt. Lasst uns Griechenland als das letzte Land sein, was derartig dramatisch dasteht. Es müssen nicht weitere folgen. Und das wird daran
gemessen werden, wie gut oder schlecht auch die fortschrittlichen Kräfte und vor allem die Linke abschneiden werden bei diesen kommenden Wahlen. Ob also das Programm der politischen Führung Deutschlands, die Vorstellung von Frau Merkel bestätigt werden oder abgelehnt werden. Das ist die Wichtigkeit hier. Darum geht es hier. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Wir haben jetzt Gelegenheit für Ihre Fragen. Ich bitte Sie vorab um Verständnis, dass ich die meisten von Ihnen nicht mit Namen aufrufen kann, aber vielleicht können Sie ihn dann selber sagen. Zuerst der Kollege in der ersten Reihe. Στον κύριο Σόιμπλε ανέλησα τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ για την ακύρωση των προγραμμάτων λιτότητας στην Ελλάδα, για την αναγκαιότητα ακύρωσης του μνημονίου των προγραμμάτων λιτότητας στην Ελλάδα, για την εγκατάλειψη της λεγόμενης πολιτικής εσωτερικής υποτίμησης, που έχει αποτύχει. Έχει απορριφθεί από την ίδια τη ζωή και έχει δημιουργήσει τέρατα που απειλούν όλους μας. Την ανεργία, τη φτώχεια, την εξαθλίωση, τον φασισμό. Και ταυτόχρονα ανέλησα μια εναλλακτική στρατηγική εξόδου που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, και που προτίθεται να ακολουθήσει εάν ο ελληνικός λαός τον εμπιστευτεί να γίνει κυβέρνηση της Ελλάδας. Nun gegenüber Herrn Schäuble habe ich erklärt, habe ich die griechische Position erklärt. Ich habe ihm erklärt, worin die Notwendigkeit besteht der Aufgabe dieser politischen Entscheidungen. Das heißt, dieses Austeritätsplans, der Sparmaßnahmen, der Memoranden, die gerade umgesetzt werden in Griechenland, die eine Reihe von Problemen mit sich bringen. Wir haben hier, wenn Sie so wollen, Monstren, die geschaffen wurden. Arbeitslosigkeit, wir haben Armut, wir haben Verelendung, wir haben Faschismus, das Phänomen des Faschismus, der wieder neu belebt wird. Und dann habe ich ihm analysiert, ihm gegenüber gezeigt, welche Alternativen wir, die Partei Syriza, zu bieten haben. Das heißt, wie wir eine alternative Perspektive sehen, damit wir aus dieser Krise heraustreten können. Επίσης του εξέφρασα την πρόθεσή μας να προχωρήσουμε σε αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές για την ανασυγκρότηση του κράτους, του δημοσίου, για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Ελλάδας, αλλαγές όριμες που πρέπει να προχωρήσουν, υπό την προϋπόθεση όμως ότι αυτές θα γίνουν σε ένα καθεστώς σταθερότητας και ότι θα βρουν σύμφωνο στη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, συμμέτοχους σε αυτή την προσπάθεια, και για να γίνει αυτό όμως, το εξήγησα, πρέπει να υπάρξει ξανά μια αίσθηση δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Και πρέπει να συμβάλλει η γερμανική κυβέρνηση για να υπάρξει αίσθηση δικαιοσύνης. Πρέπει να υπάρξει κάθαρση στην Ελλάδα. Διαπράχθηκε ύβρις, η αρχαιοελληνική έννοια θα την γνωρίζετε. Μετά την Ήβρη έρχεται η τιμωρία. Πρέπει να υπάρξει τιμωρία. Και η γερμανική κυβέρνηση πρέπει να σταθεί αρρωγός σε αυτή την κατεύθυνση, στην κατεύθυνση της κάθαρσης. Und dann habe ich ihm erklärt, welche unsere Absichten sind. Das heißt, dass wir die Absicht verfolgen, den notwendigen Strukturwandel durchzuziehen, zu vollziehen. Mit anderen Worten, dass wir eine Neuaufstellung des Staates
sehen wollen von Griechenland, der öffentlichen Hand, der Produktivität, der produktiven Kräfte und so weiter. All dies kann nur passieren unter der Voraussetzung, dass wir in Griechenland Stabilität haben und auf der anderen Seite, dass das die griechische Bevölkerung überzeugt wird, dass es sie betrifft, was passiert, auch in ihrem Sinne passiert. Und nur so kann die Bevölkerung hinter uns stehen. Das kann wiederum auch nur sein, wenn die Bevölkerung überzeugt wird, dass es mit fairen Dingen einhergeht. Und das kann sein, auch wiederum, wenn die Regierung dazu beiträgt, dass Fairness waltet. Sie wissen, dass wir gesündet, also dass es Sünden gab in allen, auf verschiedenen Ebenen, dass wir eine Säuberung benötigen. Sie kennen vielleicht das antike Wort der Hybris. Nach der Hybris kommt die Strafe, die Bestrafung. So etwas ist notwendig für unser Land und die deutsche Regierung kann sehr wohl hier Hilfe leisten. Kollegin der zweiten Reihe. Just a quick follow-up. It's fair to say that you and Mr. Shovler have very different views on how the crisis in Greece should be tackled. You want fresh elections in Greece. Should your party win those elections, how would you work with Germany, with the other partners in the EU, who say that it's only through austerity that Greece can get out of this situation? Νομίζω ότι ένας από τους λόγους αυτής της συνάντησης και από τη δική μας πλευρά, αλλά και από την πλευρά της γερμανικής κυβέρνησης, ήταν ακριβώς διότι κατανοούμε ότι παρά τις αντίθετες ιδεολογικές αναφορές και απόψεις στο θέμα της ευρωπαϊκής και ελληνικής κρίσης, είμαστε εταίροι. Άρα έχουμε κοινά συμφέροντα και κοινούς αντιπάλους. Ένα πρώτο βήμα, λοιπόν, είναι να προσδιορίσουμε τις διαφωνίες μας και να προσδιορίσουμε και την ατζέντα του διαλόγου, την ατζέντα της πιθανής διαπραγμάτευσης, της επαναδιαπραγμάτευσης που θα διεκδικήσει μια ελληνική κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Nun, ich denke, dass einer der Gründe, weshalb es überhaupt zu diesem Treffen gekommen ist, genau die Tatsache ist, dass man natürlich von beiden Seiten versteht, wir, aber auch die deutsche politische Seite auch nachvollzieht, dass es trotz der Unterschiede auf ideologischer Ebene es doch auch Gemeinsamkeiten gibt. Das heißt, wir sind nach wie vor auch Partner. Mit anderen Worten, ist es im Interesse aller, sich zusammenzutun und zu diskutieren. Wir haben gemeinsame Interessen, wir haben auch gemeinsame Gegner, wenn Sie so wollen. Ein erster Schritt ist hier, die Unterschiede festzustellen, aber auch die Agenda des Dialogs zu stecken, also einen Rahmen des Dialogs der Neuverhandlung auch zu stecken, den wir starten werden, wenn wir die Regierung in unserem Sinne, also wir als CDU, übernehmen. Εννοώ αυτό το οποίο καταλαβαίνει κανείς βλέποντας τα οικονομικά μεγέθη. Δεν μπορεί να είναι βιώσιμο ένα πρόγραμμα που γεννά ύφεση και διωγγώνει το έλλειμμα και το χρέος. Ξεκινήσαμε με χρέος 120% και τώρα έχουμε φτάσει στο 160%. Και δεν μπορεί να είναι βιώσιμο ένα πρόγραμμα που αποσταθεροποιεί και συνθλίβει την κοινωνία. Με 30% ανεργία και με το 1/3 του πληθυσμού κάτω από τα όρια της φτώχειας. Δεν μπορεί να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που έχει η τριετής βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή στην Ελλάδα. Άρα πρέπει να αναζητήσουμε από κοινού λύσεις, πραγματικές λύσεις και για την κοινωνία και για την οικονομία. Nun, was ich meine, indem ich sage, dass die Austeritätsmaßnahmen oder diese Politik dass das Leben gezeigt hat, wie gescheitert sie sind, meine ich, dass man einfach die Wirtschaftsdaten sich anschauen sollte. Das heißt, es hat sich doch gezeigt, dass diese Schulden nicht tragfähig sind. Es zeigt sich doch, dass diese Politik nicht nachhaltig ist. Wir können nicht eine Politik fortsetzen, die letztendlich
Rezession generiert hat, noch mehr Schulden generiert hat, noch mehr Defizite generiert hat. Wir hatten Schulden gehabt von 120% des BIP und jetzt sind wir bei 160%. Wir haben eine Destabilisierung und ein Auseinanderfallen der Gesellschaft, die wir durchleben in Griechenland. Wir haben 30% fast Arbeitslosigkeit. Ein Drittel der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze. Mit anderen Worten müssen wir doch verstehen, dieses dreijährige Programm, was wir 3 Jahre umsetzen, dass es uns zu keinen Ergebnissen geführt hat. Also einen Schritt zurück und dann neu überlegen, wie wir eine gemeinsame Lösung finden können. So, wir haben jetzt noch Raum für 2 Fragen. Zunächst der Kollege hier. Bitte. Τον κατοχικό δανείο. Και τι είπατε επακριβώς από αυτό? Βεβαίως. Έθεσα στον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών και αυτό το θέμα που βρίσκεται στην ατζέντα των σχέσεων των 2 χωρών κατά τη δική μας αντίληψη. Του επισήμανα ότι έχουμε κοινό συμφέρον, οι 2 λαοί, να πρωτοστατήσουμε σε μία προσπάθεια τις υποχρεώσεις, τις εκκρεμότητες του παρελθόντος να τις λύσουμε δημιουργικά. Του επισήμανα ότι στην Ελλάδα της αντίστοιχης επιτροπής για την ανάδειξη αυτού του ζητήματος, της αντίστοιχης επιτροπής ηγείται ένα ιστορικό στέλεχος της εθνικής μας αντίστασης, ο πρώτος Ευρωπαίος παρτιζάνος κατά τα λεγόμενα του De Gaulle, ο Μανώλης Γλέζος. Και του εξήγησα ότι για μας αυτό έχει περισσότερο ηθική αξία, όπως επίσης θα πρέπει να έχει ηθική αξία και για τη γερμανική πλευρά, διότι το να ξεμπερδεύουμε με τις εκκρεμότητες είναι το πρώτο βήμα για να αποκαταστήσουμε και το κλίμα της σχέσης των 2 χωρών, αλλά και το κλίμα, το κακό κλίμα που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στους 2 λαούς. Διότι η δική μας πεποίθηση είναι ότι οι Γερμανοί και οι Έλληνες δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Είναι 2 λαοί που πρέπει να συνεργαστούν, να έχουν τις καλύτερες δυνατές των σχέσεων για να πάει μπροστά η κοινή τους υπόθεση, το κοινό μας σπίτι δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ja, natürlich habe ich die Frage gestellt. Ich habe dem deutschen Bundesfinanzminister auch dieses Thema gegenüber auch dieses Thema angesprochen, was in der Agenda der bilateralen Beziehung unserer Meinung nach auch steht. Das ist das Thema also der Zwangsanleihen, also Gelder, die während der deutschen Besatzungszeit aus griechischen Banken genommen wurden in Form einer Anleihe, eines Darlehens. Auch hier habe ich gemeint, meine ich, gibt es gemeinsame Interessen, mit dieser Problematik mal ein für alle Mal die zu klären. Mit anderen Worten, alles, was noch in der Schwebe ist aus der Vergangenheit, sollte auf konstruktive Art und Weise gelöst werden. Und ich denke, dass, und ich habe ihm auch erklärt, dem Bundesminister, dass es eine Gruppierung innerhalb unserer Partei gibt, die diese Thematik vorantreibt. Die führende Persönlichkeit hier ist ein historisches Mitglied unserer Bewegung, Adon Glesos. Er ist der erste, wenn Sie so wollen, europäische Partisane, zumindest so die Beschreibung von de Gaulle. Und ich habe ihm erklärt, dass es von größter Wichtigkeit und von einem hohen Wert für uns ist, für beide Seiten meinen wir, von hohem moralischen Wert ist, mit dieser Angelegenheit, in dieser Angelegenheit eine Lösung zu finden. Und diese Lösung geht nicht darum, dass nur Mittel zur Verfügung gestellt werden, sondern dass wir eben
Probleme überwinden, die aus der Vergangenheit uns noch beeinträchtigen und auch das schlechte Klima, was zwischen unseren beiden Ländern besteht, zu überwinden. Wir sind der Auffassung, dass Deutschland und Griechenland nichts auseinanderdriften soll. Es sind zwei Länder, die zusammenarbeiten sollen und um hin zu besseren Beziehungen, damit auch das besser erreicht wird, was in unser aller Sinne ist, nämlich das gemeinsame europäische Haus und Gebäude. Die letzte kurze Frage geht an den Kollegen. Θα ήθελα να απαντήσω στο ερώτημά σας χρησιμοποιώντας μία δήλωση του ίδιου του κ. Σόιμπλε. Τον Οκτώβριο του 2012 από τη Σιγκαπούρη, όπου είπε τα εξής. «Η Ελλάδα δεν πρόκειται να υποστεί χρεοκοπία. Οι εικασίες για την έξοδό της από την Νομισματική Ένωση στερούνται κάθε βάσης. Τυχόν έξοδος της Ελλάδας θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα για όλους». Ich möchte sehr gerne auf den ersten Teil Ihrer Frage antworten, indem ich Herrn Schäuble selbst zitiere, und zwar sein Statement im Oktober 2000, vom Oktober 2012 in Singapur. Er sagt, und ich übersetze jetzt sinngemäß, Griechenland wird nicht bankrott gehen und Spekulationen diesbezüglich eines Grexits also sind gegenstandlos und ein möglicher Austritt Griechenlands aus der Eurozone würde enorme Probleme für alle bedeuten. Άρα λοιπόν πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει αυτή η συζήτηση. Είναι μια συζήτηση που δεν βοηθάει κανένα. Ίσα-ίσα δημιουργεί ένα περιβάλλον αστάθειας που εμποδίζει κάθε προοπτική ανάκαμψη στην Ελλάδα, που αποτελεί άλλωστε και την απαραίτητη προϋπόθεση για τη σταθεροποίηση στην Ευρώπη, αυτή η ανάκαμψη της Ελλάδας. Η απάντησή μου λοιπόν στον Υπουργό των Οικονομικών χθες ήταν ότι έχουμε κοινό νόμισμα, έχουμε κοινό πρόβλημα. Άρα πρέπει να εργαστούμε για να βρούμε λύση στο κοινό πρόβλημα και να μην περιοριζόμαστε σε εκατέρωθεν προσεγγίσεις που δεν δίνουν απάντηση στο κοινό πρόβλημα. Also sollte endlich diese Debatte ein Ende haben. Und Sie wissen, dass so eine Debatte nur ein instabiles Umfeld schafft. Und dieses instabile Umfeld ist natürlich schlecht für eine Wirtschaft, für den wirtschaftlichen Aufschwung. Und der wirtschaftliche Aufschwung ist das, was nun mal vonnöten ist, nicht nur für Griechenland, sondern für ganz Europa. Voraussetzung also ist, dass man einmal, ein für alle Mal hier ein Ende setzt, dieser Debatte. Und das habe ich auch dem deutschen Minister mitgeteilt gestern. Ich habe gesagt, wir haben eine gemeinsame Währung, die verbindet uns, also haben wir ein gemeinsames Problem. Und in dem Zusammenhang benötigen wir auch eine gemeinsame Lösung. Und es geht nicht darum, dass jeder einen eigenen Ansatz findet, sondern das, worum es geht, ist, dass wir gemeinsame Antworten finden.